Der erste Preis des Energy Efficiency Awards 2012 geht an Harting für die ganzheitliche Strategie zur systematischen Senkung des Energieverbrauchs. Das Unternehmen mit 432 Mitarbeitern ist die Führungsgesellschaft der Harting Technologiegruppe, die Produkte und Lösungen der Verbindungs- und Netzwerktechnik entwickelt. Eingesetzt werden diese im Bereich wie Maschinenbau, Automatisierung, Verkehr, Energiegewinnung und Telekommunikation. Bereits im Jahr 2001 führte Harting ein unternehmensweites Energiemanagementsystem ein. Seither wird der Energieverbrauch aller Versorgungsanlagen kontinuierlich analysiert und optimiert. Im Fokus stand dabei die Runderneuerung der Wärmeversorgung in allen Werken am Standort Espelkamp. Unter anderem wurden Systeme zur Wärmerückgewinnung an den Druckluft-Erzeugern und der Lüftung der Galvanik installiert. Weitere Einsparungen konnten durch einen bedarfsangepassten Brennwertkessel, drehzahlgeregelte Umwälzpumpen und den Einsatz von Blockheizkraftwerken erzielt werden. Mit der Vielzahl von Maßnahmen, die in den vergangenen 10 Jahren umgesetzt wurden, hat das Unternehmen systematisch hohe Energieeffizienzpotenziale realisiert. Das Energiemanagementsystem von Harting wurde im Jahr 2012 als eines der ersten Systeme in Deutschland nach der neuen DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Durch die kontinuierliche energetische Optimierung spart das Unternehmen rund 3,3 Gigawattstunden Energie pro Jahr und senkt seine jährlichen CO2-Emissionen um 1590 Tonnen. Den ersten Preis des Energy Efficiency Awards 2012 erhält daher Harting.